Hey, möchtest du auch so gute Tonqualität haben, wie du es gerade hörst? Dann empfehle ich dir auf jeden Fall Voice. Take a moment right here. Ist ein guter. Feeling like it's out gear. Ja, gespult, da wo man driving towards the sun with the rose and so, wie man hier natürlich sehen kann, ist es ein bisschen aufwendig hier. Man kann hier zum Beispiel alles so einstellen, wie zum Beispiel hier die Empfindlichkeit, wie man nicht hören soll. Ich glaube, hier war das sogar, ab wann man nicht Zirke hören soll. Gate ist halt einfach diese ja, Schwelle. Weil wenn ich jetzt mal nichts sage, geht hier, das ist ja dann bis nach unten. Ja, aber ich habe auch vorhin noch so auf die gehabt hier, dann hört man auf jeden Fall schon, dass da ein bisschen, ja, weniger zu hören ist. Weil ich habe ja so einen schweren Atem, wie ihr bestimmt in einem anderen Videos gesehen habt. Ja, und das wird halt einfach minimiert. Weil ich atme jetzt mal laut, einen Moment, bis der Pegel hier unten angekommen ist. So, jetzt habe ich zum Beispiel laut geatmet. Ich gehe jetzt nochmal kurz hier auf Save Settings. Weil hier kann man seine Settings einfach abspeichern. Das war gerade ein Kollege. Was ihr auf jeden Fall machen müsst, wenn ihr das Programm runterladet, ist erstmal wählt ihr hier einen aus. Es muss immer MME sein. WDM, das funktioniert irgendwie gar nicht. Da habe ich andauernd ein Knacken in der Leitung und das ist nicht immer ganz gut. So, auf jeden Fall sieht man hier, dass das MME, ist ja das Just-In SM, was ich habe, 100 USB Großmembranen. Ich glaube, ich habe mich sogar verschrieben. Das müsst ihr auf jeden Fall auswählen. So, wenn ihr am Anfang euch hört, ja, wenn ihr hier auswählt Kopfhörer oder Lautsprecher, BenQ hier, ne? Wenn ihr euch hört, dann müsst ihr auf den Lautsprecher gehen, weil, ist jetzt nicht, hallo? Siehst du, da hört man sich doppelt. Und da müsst ihr einfach das hier runter scrollen. Bloß nicht hier draufklicken, weil da habe ich mich vorhin selber nicht gehört. Also halt, als ich gezockt habe, habe ich nichts gehört. Ziemlich doof, ja, ich weiß. Ist aber halt so. So, hier dran wird man nichts verstellen. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, ich rede jetzt weiter. Wie ihr hört, es ist stumm. So, Mono können wir machen. Und wenn wir hier draufklicken auf Solo, dann, wenn jetzt hier Musik zum Beispiel im Hintergrund laufen würde, du gerade eine spannende Szene hast, ich glaube, hier kann man sogar einen Hotkey drauflegen, dann kannst du sagen so, yo, Hotkey, sagen wir mal F5 oder so. Gut, F5 ist jetzt kacke, ein Beispiel, sagen wir mal einfach 1. Dann aktiviert er halt Solo und dann hast du halt dann nur deine normale Stimme, nicht hier irgendwie noch Musik im Hintergrund. Habe ich so bis jetzt verstanden so. Hier oben kann man den Bass einstellen. Ich gehe jetzt mal hier drauf. Ohne Bass. Hallo, hallo, hallo. Ganz normal, genau. Ich gehe jetzt mal kurz wieder auf Load Profile oder beziehungsweise Load Settings. Dann werden wieder alle alle Dingens werden wieder so schnell. Alle Einstellungen, die wir hier vorgenommen haben, werden wieder genau dahin gebracht, wo sie waren. Hier habe ich einfach minus 2,6 gemacht. Ich weiß auch nicht genau, was das gerade so macht. Und hier minus 4,6. Ich bin soweit mit den Aufnahmen-Settings hier jetzt soweit zufrieden. Ich nehme das Ganze jetzt auch hier mit OBS auf, wie ihr sehen könnt, mit OBS Studio. Dementsprechend ist auch mein CPU ausgelastet, ist aber alles im Rahmen. Ihr könnt soweit das Programm hier xen, bloß nicht beenden. Also einfach jetzt hier mit Exit-Menü. Weil dann ist natürlich hier wieder das komplette Sound-Dingens ist dann weg. Ups. Hallo, darf ich? Danke. Genau. Vorher noch eine Runde Minecraft aufgenommen. So. Es gibt natürlich auch EQ. Den macht man übrigens mit Rechtsklick auf. Mit der Maus. Da habe ich mich allerdings noch nicht so richtig hintergefuchst. Müsste ich mal gucken.
wird dann auch, glaube ich, noch ein bisschen die Stimme im Vordergrund gehoben. Wenn wir hier auf diesem Panel jetzt Rechtsklick machen, kommen wir hier hin. Ich habe das vorhin ausprobiert, das hört sich unter alle Sau an. Wir können es immer austesten. Hallo. Ich gehe mal hier in Y. So. Also wie gesagt, man hört auf jeden Fall, man kann hier auf jeden Fall richtig viel machen. So, auch hier einmal links, einmal rechts. Und wieder mit Doppelklick resettet ihr das. Ich kann auch mal kurz hier einmal hoch. Also halt so, na, so und zack. So, jetzt gehe ich wieder auf Load. Höre ich mich wieder normal an. Ich hoffe, euch hat das kleine Tutorial geholfen. Wenn ihr natürlich auch eure Qualität vom Mikrofon verbessern wollt. Ja, mir hat zumindest geholfen. Ich finde es ganz cool, weil ich halt ein USB-Mikrofon habe und es nur so möglich ist, mit einem Mischpult irgendwas zu machen. Ich weiß auch nicht, was Membran ist, also V-Bran. Ganz wichtig noch, ihr müsst das Programm halt immer im Hintergrund offen haben, habe ich ja vorhin gesagt. Dann macht das bitte hier, System Tray Run-Up Startup oder so heißt, ne? Das auf jeden Fall, weil dann wird es einfach im Hintergrund hochgefahren und das war's. So, also wie gesagt. Gut, dann würde ich sagen, lasst ein Abo da, ein Comment und vielleicht sogar ein Gefällt mir, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann einfach einen Daumen runter und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao. So, hier jetzt nochmal ein Qualitätsvergleich für die Leute, die hier nicht richtig zugehört haben. Ich habe auf jeden Fall ein besseres Mikrofon jetzt. Einmal hier ohne Mischpult. Und hier mit Mischpult. Ja, eindeutig bessere Qualität, ein bisschen mehr Bass und ja, ich finde es ganz cool. Es ist übrigens, wie hieß das jetzt nochmal hier, das Programm? Genau, eine Voice Matter, also VB Audio. Es ist ein internes Programm, was intern ist, genau, ist ein PC als Software abgespeichert, was euer Mikrofon noch einen kleinen Pimp gibt, sagen wir mal, wenn ihr ein USB-Mikrofon zumindest habt. Und ja, ich finde das ganz cool und ja, würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, mach's gut. Ciao!